Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute gibt es eine Beilage bei mir zum Grillen, aber ich finde es auch total toll, einfach nur mit Brot so. Also das liebe ich ja auch, wenn ich nicht warm esse, dass ich dann einfach frisches Brot und so einen netten Dip oder einen Aufstrich, finde ich total klasse. Habe ich jetzt schon oft beim Türken auch gekauft, mag ich auch sehr gerne, aber da muss ich sagen, was man dafür so ein Schälchen bezahlt, das ist schon auch nicht ohne. Ne? Und ja, ich bin halt hier der Selbermacher und deswegen liebe ich das halt. Bei mir soll es heute geben eine Aubergine-Creme, ja, Creme, Belag-Dip, ja, wie auch immer, mit getrockneten Tomaten, natürlich unverzichtbar Knoblauch. Und es geht bei mir jetzt erstmal los, also das ist ein Thermomix-Gericht, aber wie immer kann man natürlich im normalen Mixer genauso machen. Ich muss mich jetzt ziemlich ein bisschen beeilen. Also aber der Muffel hier gerade vorbeikommt. Für alle, die ihn schon vermissen heute. Also ich habe schon ein paar Rezepte heute abgedreht, weil wir morgen grillen und Besuch kommt. Ne? Und ja, ich muss mich jetzt beeilen, weil ich habe nämlich im Backofen schon einen Kuchen. Und der soll für eine Stunde bei 180 Grad Ober-Unterhitze rein. Jetzt ergibt sich das ganz gut hier mit meiner Aubergine. Die soll auf die Fläche, also auf die Schnittfläche gelegt, auf Alufolie im Rezept. Alufolie wollen wir nicht mehr. Wenn es irgendwie geht, will ich die schon, will ich darauf verzichten. Deswegen nehme ich hier meine Backdauerfolie und wiederverwendbar und ja, besser als Alufolie. Denn ich. Also da muss ich auch sagen, wird man alt wie eine Kuh, lernt immer noch dazu. Also gilt für mich natürlich auch auf alle Fälle. Ich habe immer gedacht, die Alufolie an sich wäre ja halt so eine Umweltverschmutzung, weil das Müll ist und so, wenn man es wegschmeißt. Jetzt habe ich erstmal gehört, dass es daran liegt, bei der Herstellung entsteht gefährlicher Rotschlamm, also total giftig. Und ja, also am besten sollte Alufolie natürlich auch gar nicht hergestellt werden. Ja, ich mache das jetzt nämlich direkt, weil im Backofen ist jetzt der Kuchen drin und das soll 40 Minuten eigentlich bei 200 Grad Ober-Unterhitze in dem Backofen und das finde ich dann auch wirklich Energieverschwendung, wenn ich das jetzt wirklich nur dafür reinmachen würde. Deswegen kommt der jetzt zu meinem Kuchen einfach dabei, die Aubergine und hat nur 180 Grad Ober-Unterhitze, dafür lasse ich das jetzt halt einfach vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, der Effekt wird das gleiche sein. Also sie soll dann wohl wirklich richtig schwarz verschrumpelt sein, damit man dieses Fruchtfleisch halt, dass das weich ist, dass man das rausholt. Deswegen, ich packe es jetzt hier in den Backofen zu dem Kuchen. Ja, ihr könnt natürlich genauso machen oder habt vielleicht irgendwie einen Auflauf, wo es dann auch passt. Ja, oder wenn ihr Lust habt, macht das halt einfach allein in den Ofen oder auf einen Kontaktgrill oder so, kann ich mir vorstellen, dass es auch super geht. Aber ich nutze das jetzt und ja, für 40 Minuten oder vielleicht einfach ein bisschen länger, weil es ja ein bisschen weniger Temperatur hat. Ich habe die Aubergine jetzt also eigentlich 50 Minuten, aber halt bei 180 Grad drin gehabt. Ja, also sie ist nicht verkohlt hier. Ich habe sie aber extra mit dieser Grillzange mal rausgenommen. Um mir nicht die Finger zu verbrennen, aber B, ja, um halt auch zu fühlen, dass es wirklich weich ist. Ja, und das soll aus der Haut jetzt fahren. Ich fahre hier auch gleich aus der Haut, weil es soll nämlich dann erstmal abkühlen. Und da gucke ich jetzt erstmal, wie ich das am besten hinbekomme. Ohne dass ich mir, also bestenfalls ohne dass ich mir die Finger verbrenne. So. Ach, das geht aber. Also es ist schon heiß, ja. Aber es geht eigentlich ganz gut. Mal gucken, ob mir diese Zange hier helfen kann. Oh ja, damit geht es dann wirklich gut. Ohne dass es zu schmerzhaft ist. Naja, also ansehen ließ sich das jetzt natürlich nicht aus, aber es kommt ja auf den Geschmack an. Nachdem die Aubergine nämlich jetzt schon ganz schön runtergekühlt ist, können wir ja schon mal weitermachen. Also im Originalrezept steht 2
Knoblauchzehen, dass die geschreddert werden sollen im Thermomix. Also könnt ihr natürlich machen und wie gesagt, natürlich kann man das auch in einem anderen Mixer machen. Aber ich habe ja hier meinen Knoblauch, den ich da wirklich liebe. Und dann packe ich 2 gute Teelöffel von meiner Knoblauchpaste schon mal rein. Und was ich auch total charmant finde, ist, also es kommt ein Glas getrocknete Tomaten rein, die aber in Öl eingelegt sind. Normalerweise ist ja jetzt immer, dann friemelt man die Tomate da raus und hat dann hinter das Öl übrig. Das habe ich dann wieder ewig im Kühlschrank stehen. Bei dem Rezept ist so, es kommt mit dem Öl da rein. Ja, ich meine, gut, ist vielleicht dann schon auch wieder eine fettige Sache, aber steht so im Rezept. Also habe ich mir nicht ausgedacht. Und hinzu kommt noch, also es steht da etwas getrockneten Oregano. Ich mache einen Teelöffel. Teelöffel ist vielleicht etwas noch. Und das wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Jetzt wird wahrscheinlich der Mund. Da war er aber tapfer, der ist gar nicht reingekommen. Ich dachte schon, jetzt kommt hier gleich wieder der Kater reingeflogen, aber nee. Und da hier wirklich alles ganz schön hochgeschleudert wurde, müssen wir hier gerade mal wieder alles runter. Dadurch, dass die Flüssigkeit, also das Öl mit da drin war, hat er das so richtig gut zerkleinert. Das ist wirklich ein richtiger breiiger Mousse. Hinzu kommt jetzt die Aubergine. Die ist auch jetzt schon richtig kalt. Hinzu kommt auch noch gleich der Schafskäse, den ich hier nur grob zerbröckel. Also der zerfiel schon von alleine. Und da nehme ich ja gerne den mit mikrobiellen Lab, also dass da kein tierisches Lab drin ist. Und das wird jetzt nochmal für 10 Sekunden auf Stufe 6 auch nochmal zerkleinert und vermengt. Und zum Schluss kommen jetzt nur noch 200 Gramm Frischkäse dabei. Ich habe hier noch einen angefangenen. Und es wird gewürzt mit Salz und Pfeffer, wobei ich jetzt auch nicht mehr so viel Salz nehmen werde, weil der Schafskäse, der ist ja schon ziemlich salzig, also deswegen. Ja, Pfeffer darf natürlich ein bisschen mehr. Und endlich hat der Backofen aufgehört mit seiner Lüftung. Und das wird nämlich jetzt nochmal 10 Sekunden auf Stufe 10 nochmal ordentlich durchgemischt. Ja, gut, dass der Muffel, weil er nämlich Angst vor den Gärtnern hat, die da draußen sind, ist jetzt hier schon gerade reingeschossen gekommen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass nach 5 Sekunden man schon hörte, wie das ins Leere gelaufen ist. Also da war das schon so vermengt. Jetzt gibt es hier schon mal den Geschmackstest. Ich werde noch mal ein bisschen Salz, kann das noch vertragen, und ein bisschen Pfeffer und kann schon sagen, das schmeckt grandios. Also das kann es wirklich mit jeder Creme vom Türken da aufnehmen. Bisher habe ich das noch nie geschafft. Ich habe öfter schon so eine Aufstriche gemacht und habe dann aber immer gedacht so, ja, aber es ist nicht so wie an diesen Ständen, wo ich das sonst auch auf dem Markt kaufe mal. Ich glaube, das ist wirklich mit dem Öl hängt das zusammen, weil das dadurch auch so cremig wird. Also, wow, ich bin total begeistert. Ja. Also jetzt nur noch mal kurz durchmischen, damit das jetzt auch noch mal vermengt ist. Und dann haben wir schon. Also wirklich total schnell, und ich glaube, das macht ganz schön was her, wenn man das auf eine Feier mitbringt oder ja, zum Grillen halt auch. Also da habe ich jetzt wirklich nur noch mal ganz kurz das vermengen lassen. Ja, also ich finde, vom Anblick ist es schon genau so, wie es sein soll. Naja, und den Geschmack, den fand ich jetzt auch schon gut. So, jetzt kann ich mir das hier schon mal in Behälter abfüllen, weil bei mir kommt das jetzt morgen zum Einsatz beim Grillen. Also da packe ich das jetzt noch schön in den Kühlschrank, aber ich werde davon heute nämlich auch schon was essen.
Und da kann ich mit euch dann gleich den ultimativen Geschmackstest machen. Und jetzt gibt es natürlich noch den Geschmackstest. Ich habe mir jetzt heute hier nur ein fertiges Brötchen bei Aldi gekauft, ein Zwiebelkäsebrötchen. Mm, das ist auch richtig gut, habe ich jetzt gerade schon mal probiert. Aber ist nur gekauft. Ja, und jetzt zusammen mit der Creme. Mal gucken. Das schmeckt also wirklich. Das schmeckt so super. Wirklich original wie an diesen Feinkostständen, wo es immer diese Aufstriche gibt. Ich sage ja, ich habe da schon viele Aufstriche probiert. Die waren auch immer gut, die waren aber niemals so cremig. Also ich denke mal, es muss wirklich an diesem Öl liegen, dass man das dazu getan hat. Natürlich, naja, so viel Öl. Aber ja, also kann ich total empfehlen. Also da bin ich mir sicher, da wird es ein großes O und A beim Grillen geben. Ich werde es jetzt hier noch naschen mit meinem Brötchen. Ja, und so, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!